Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest, Schrägstrich Bonusziel, Verbreitung des Lichts. Die spielt sich ab in Heilsturz, in diesem Gebiet. Ich starte von diesem Flugpunkt aus und zeige euch, was man hier machen soll. Hier steht kleine Schlüsselflammen aktiviert, 0 von 4. Und optional strahlendes Überbleibsel von Kreaturen gesammelt. Das ist wirklich optional. Wichtig ist der erste Punkt. Hier kann man diese optionalen Sachen sammeln. Der Mob greift mich auch an. Das heißt, ich darf ihn erstmal besiegen. Schaut mal. Hier ist so eine kleine Schlüsselflamme. Ich klicke sie an. Und es zählt nicht zu Weltquest. Man muss diese Flammen bis auf 3 hochstecken, damit es zählt. 3 und zack. Erst wenn das Feuer brennt, zählt es zu Weltquest dazu. Und es ist tatsächlich eine Weltquest und kein Bonusziel. Aber das weiß man nie voraus in diesem Gebiet. Mit vielen Bonusziele und Weltquests. So, dann erscheint auch ein NPC bei der Flamme. Kann man die Quest auch noch machen, wie man will. Da ich euch speziell Verbreitung des Lichts zeige, mache ich diese NPC-Quest nicht. Also, erste kleine Flamme war an dieser Position. Die sind ziemlich verstreut. Also an dieser Position habe ich die erste gemacht. In welcher Reihenfolge ihr sie macht, ist total egal. Noch im Kampf, das gefällt mir nicht. So. Dann schauen wir mal, wo eine weitere kleine Flamme ist. Schaut mal, hier hinten ist eine weitere kleine Flamme. An dieser Stelle. Wieder 3-mal benutzen, bis es wirklich brennen tut. Und dann zählt es zu Weltquest dazu. Und ich habe aus Versehen auch dieses Bonusziel gemacht, optional. Das optionale Ziel, in dem ich strahlendes Überbleibsel gelootet habe. NPC ist erschienen mit einer Quest wieder. Brauche ich nicht. Schau mal, wo noch eine Flamme ist. Doof, dass die so verbreitet sind. Und schaut mal, hier ist eine weitere kleine Schlüsselflamme. An dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob es mehr als 4 gibt. Kann sein, dass es auch 5 von diesen kleinen Schlüsselflammen gibt. Könnt ihr eventuell in die Kommentare posten, falls ihr mehr als 4 Flammen findet. Jetzt ist ein Bonusziel aufgeploppt, das brauche ich jetzt aber nicht. Plus ein zusätzlicher NPC. Und jetzt braucht man nur noch eine kleine Schlüsselflamme. Mal schauen, wo wir die finden. Schaut mal, hier ist noch eine. Hier war auch die Map. Hier war die letzte Schlüsselflamme, was ich aktiviere. Oder? Ja, da müsste ich 4 von 4 haben. 1, 2 und das letzte Mal anklicken. Und die Weltquest ist abgeschlossen. Ich begebe mich mal hier in Sicherheit. Ich hoffe, dass mein Video euch geholfen hat, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.